Liebe Genossinnen und Genossen, das ist meine letzte Rede als Parteivorsitzende. Ich habe mir die Entscheidung, nicht wieder anzutreten, nicht leicht gemacht, wie auch damals die Entscheidung, als Vorsitzende zu kandidieren. Ich hatte großen Respekt vor dieser Aufgabe und ich wusste, dass der Wechsel von Hessen nach Berlin hart werden würde, dass ich die Partei aber während einer Pandemie und durch eine Abspaltung führen müsste. Damit hatte ich dann doch nicht gerechnet. Ich habe den Parteivorsitz im März 2021 übernommen, als die Partei bereits durch Machtkämpfe gezeichnet war. Als Vorsitzende sah ich meine Aufgabe darin, die Partei in ihrer gesamten Breite zusammenzuhalten. Und ich habe mich oft gefragt, was hätte ich, was hätten wir anders machen können, anders machen müssen? Vermutlich einiges. Rückblickend will ich aber sagen, wir hätten die Abspaltung des BSW nicht verhindern können. Es musste diese Trennung geben. Wenn ich heute Reden von BSW höre, in denen mehr Abschiebungen gefordert werden, wenn offen über gemeinsame Anträge mit der AfD diskutiert und schärfere Sanktionen beim Bürgergeld gefordert werden, dann kann ich nur sagen, es ist richtig, dass wir nicht mehr in einer Partei sind. Denn eine linke Partei, darf sich niemals dem rechten Zeitgeist anpassen. Eine linke Partei darf niemals nach unten treten, auch wenn der Gegenwind noch so stark ist. Wir machen nicht Geflüchtete und Bürgergeldbezieher zu Sündenböcken. Wir reden über die Klassenwidersprüche und die Profiteure dieses Systems, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, wir brauchen eine offene und auch eine selbstkritische Debatte. Nicht mit dem Ziel innerparteilicher Geländegewinne, sondern mit dem gemeinsamen Ziel, die Linke zu erneuern und wieder stark zu machen. Und Erneuerung bedeutet auch, dass wir unsere politische Kultur verändern müssen. Ich habe mit vielen Kreisvorsitzenden gesprochen, denen die Wertschätzung für ihre Arbeit fehlt. Wenn wir ein Ort sein wollen, an dem sich Menschen aufgehoben fühlen, wo Solidarität mit Leben gefüllt wird, dann müssen wir anders, dann müssen wir sorgsamer miteinander umgehen. Und ich will das auch für mich persönlich sagen. Harte Angriffe vom politischen Gegner, die war ich gewohnt nach vielen Jahren im Landtag mit der Hessen-CDU. Aber öffentliche Angriffe aus den eigenen Reihen schmerzen. Gerade in einer Zeit, in der man selbst Anfeindungen und rechten Bedrohungen ausgesetzt ist und auf Solidarität angewiesen ist. Und deshalb sage ich, wir müssen die innerparteiliche Kultur verändern. Wir müssen sie verbessern, um einladend zu sein als Partei. Wir erleben eine dramatische Rechtsverschiebung. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ist eine im Kern faschistische Partei stärkste Kraft in einem Bundesland. Ja, und aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, ein Verbot der AfD zu prüfen, liebe Genossinnen und Genossen. Wer aber über die AfD redet, der muss auch über die reden, die deren Forderungen übernehmen und damit den rechten Diskurs verstärken. Anfang des Jahres zeigten sich alle schockiert von den Recherchen, von den Vertreibungsplänen der AfD. Und heute erklären fast alle Parteien mehr Abschiebung zur zentralen Losung. Die aktuelle Debatte, die fühlt sich an wie ein AfD-Lookalike-Contest. Grenzkontrollen, Inhaftierung von Geflüchteten, Abschiebung im großen Stil, wie der Kanzler sagt, auch nach Afghanistan. Das ist doch der feuchte Traum eines jeden AfDlers, ist doch Regierungshandeln der Ampel geworden, liebe Genossinnen und Genossen. Schwarz-grüne Landesregierung bringen Anträge in den Bundesrat ein, damit man noch mehr das Asylrecht aushöhlt, während Menschen im Mittelmeer ertrinken. Man will der AfD das Wasser abgraben, indem man ihre Forderungen übernimmt. Man kann diesen Wettbewerb der Schäbigkeit aber nicht gewinnen. Es wird immer ein Merz kommen oder noch schlimmer ein Höcke, der noch eine Schippe drauflegt, dem noch eine Grausamkeit einfällt, um die Menschenrechte über Bord zu werfen. Und wer weiß das besser als Bodo Ramelow und die Thüringer Linke? Sie widersprechen seit Jahren
der menschenverachtenden Rhetorik der AfD um Höcke. Im Wahlkampf hat Bodo dagegen gehalten. Er hat betont, dass wir Zuwanderung brauchen. Und ich freue mich, dass Bodo heute hier ist und zu uns sprechen wird. Liebe Genossinnen und Genossen, der Bundeskanzler droht der eigenen Fraktion mit der Vertrauensfrage, um das Asylpaket durchzubringen, während er zu den Blockaden der FDP bei Kindergrundsicherung und Rentenpaket schweigt. Die Gewährung von Asyl hat in der Nazizeit vielen Sozialdemokraten das Leben gerettet. Erinnert sei an Herbert Frahm, der als 19-Jähriger unter anderem Namen als Willy Brandt nach Norwegen flüchtete. Willy Brandt wäre nach dem heutigen Rückführungsverbesserungsgesetz ein Identitätsverschleierer und hätte sein Recht auf Asyl verwirkt. Das Asylrecht war eine Lehre aus Faschismus und Krieg, und die SPD sollte ihrer eigenen Geschichte gerecht werden. Wir stellen uns gegen diese Verschärfung heute im Bundestag und auch sonst. Es ist eine schäbige Ablenkungsdebatte. Die Menschen stehen doch nicht Schlange beim Arzt, weil so viele Geflüchtete hier sind, sondern weil es eine Zweiklassenmedizin gibt und weil Fachkräfte fehlen. Und das Problem, liebe Genossinnen und Genossen, das Problem ist doch nicht, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben. Das Problem ist, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. 40% besitzen nichts und 10%, zwei Drittel des Vermögens. Warum reden wir denn dauernd über die, die wenig haben, statt über die 249 Milliardäre in diesem Land? Statt Geflüchtete zu bekämpfen, müssten wir doch Fluchtursachen bekämpfen. Aber die Ampel kürzt die humanitäre Hilfe um 30%. Und wer die drängenden Probleme lösen will, der muss ran an die Eigentumsverhältnisse und die Profiteure benennen. Nein! Preise und Mieten steigen nicht einfach, sie werden erhöht. Während viele nicht wissen, wie sie ihre Einkäufe bezahlen sollen, schwimmen die Besitzer von Einzelhandelskonzernen im Geld. Die Zahl der Milliardäre wächst, die Zahl der Millionäre wächst und andere können sich keine warme Wohnung leisten und haben Angst vor dem Gang zum Briefkasten, weil sie nicht wissen, wie sie die Rechnung bezahlen sollen. 7000 Menschen, die sich keine Fahrkarte leisten können, die sitzen jedes Jahr im Knast, aber die sich mit Cum-Ex bereichert haben, der größte Steuerbetrug in der Geschichte der Bundesrepublik, die bleiben unbehelligt und dann werden noch die Ermittler an der Arbeit gehindert. Und jetzt läutet die SPD ihr traditionelles linkes Jahr vor der Wahl ein. Fordert 15 Euro Mindestlohn, höhere Steuern für Spitzenverdiener und natürlich die Vermögenssteuer, die die SPD in jedes Wahlprogramm schreibt, um sie dann 4 Jahre nicht umzusetzen und zum nächsten Wahlkampf wieder rauszugraben. Wer soll das noch ernster nehmen? Die SPD regiert quasi ununterbrochen, fast ununterbrochen seit einem Vierteljahrhundert. Pflegenotstand, Kinderarmut, Bahnkorps, das sind doch keine Naturereignisse, das ist doch eine Folge der Politik der SPD, liebe Genossinnen und Genossen. Und was fordert Merz? Merz fordert längere Arbeitszeiten für hart Arbeitende und mehr Respekt für Besserverdienende. Als ob Reiche stigmatisiert werden in diesem Land. Wer kennt das nicht? Der Reiche, der verschämt ins Nobelrestaurant huscht, oder die Kinder ein paar Straßen weiter absetzen, damit niemand die Nobelkarosse sieht. Nein, natürlich werden nicht Reiche in diesem Land stigmatisiert. Arme werden stigmatisiert in diesem Land. Das ist das Problem, Herr Merz. Und Merz behauptet, 90% der Frauen hätten nachts Angst, wenn sie draußen wären. Nun ja, statistisch gesehen ist der gefährlichste Ort für Frauen ihr eigenes Zuhause. Und es war unter anderem Friedrich Merz, der damals gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Daran sei erinnert. Und Merz will sein Kabinett auch nicht paritätisch besetzen, weil es weibliche Fehlbesetzungen gegeben hätte. Ich sage mal so, nach der Logik dürfte nach Scheuer, Spahn und Dobrindt kein einziger Mann mehr in Regierungsverantwortung.
Wir leben in beängstigten Zeiten. Angesichts von Kriegen und einer neuen Blockkonfrontation braucht es eine Partei, die sich dem Wettrüsten und der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland entgegenstellt. Wir wollen nicht, dass Deutschland kriegstüchtig wird. Wir wollen, dass Deutschland friedenstüchtig wird, statt Milliarden in die Rüstung zu pumpen. Statt Milliarden in die Rüstung zu pumpen, brauchen wir Milliarden für Soziales, für Klimaschutz, für Infrastruktur, Aufrüstung und das 2%-Ziel der NATO machen die Welt nicht friedlicher und sie gefährden zudem die Klimaziele. Und wir haben gesehen, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen führt nicht zu einem schnellen Ende des Krieges. Wir sagen, russische Truppen raus aus der Ukraine. Und wir setzen uns ein für Verhandlungen. Und wir lassen nicht zu, dass Menschen, die sich für Verhandlungen einsetzen, als naiv diffamiert werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir messen auch nicht mit zweierlei Maß. Wir kritisieren den Angriffskrieg Russland genauso wie die Bombardierung kurdischer Gebiete durch die türkische Armee. Und dazu schweigt die Außenministerin, trotz ihrer Bekenntnisse zu einer wertegeleiteten feministischen Außenpolitik. Wer das ernst meint, der darf nicht nur Jinjiat Azadi ans Brandenburger Tor strahlen. Der muss die Abschiebung in den Iran und in die Türkei stoppen. Sonst ist das Einzige, was wertegeleitet ist, die Wertsteigerung der Rüstungsaktien. Liebe Genossinnen und Genossen, links zu sein, das bedeutet immer und überall für Humanität einzutreten. Es bedeutet, an der Seite der Menschen zu stehen, die Leid und Unrecht erfahren. Am ersten Jahrestag des 7. Oktober, des Massakers der Hamas, war ich bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin, bei der ein Überlebender sprach, dessen Mutter erschossen und dessen Schwester in Geiselhaft getötet wurde. Seine Frau war 50 Tage in Geiselhaft. Für die Menschen, die seit einem Jahr um das Leben von Geiseln bangen, die Angehörige verloren haben, die Gewalt erfahren haben, die traumatisiert sind, wird der 7. Oktober nie vorbei sein. Er wird sich durch ihr ganzes Leben ziehen. Nichts rechtfertigt die Ermordung dieser Menschen. Kein Leid wiegt das Leid ihrer Familien auf. Die Gräueltaten der Hamas verurteilen wir aufs Schärfste. Die Geiseln müssen sofort freigelassen werden. Durch die Bombardierung Gazas durch die israelische Armee wurden in einem Jahr über 40.000 Menschen getötet, Hunderttausende verletzt und verstümmelt. Die medizinische Versorgung in Gaza ist zusammengebrochen, die humanitäre Lage katastrophal. So schafft man keine Sicherheit, so bekämpft man keinen Terror, im Gegenteil. In Gaza gibt es niemanden, der keinen Angehörigen verloren hat. Alles ist zerstört, Schulen, Krankenhäuser, Wohnhäuser. Und auch im Libanon wurden in den letzten Wochen tausende Menschen durch israelische Luftangriffe getötet. Hunderttausende sind auf der Flucht. Die Angriffe auf den Libanon müssen sofort beendet werden, genauso wie der Raketenbeschuss durch Hisbollah und Hamas. Unsere Empathie und unsere Solidarität gilt allen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, die gegen die Rechte der Netanyahu-Regierung auf die Straße gehen. Wir wollen ein sicheres Israel und einen anerkannten und sicheren Staat Palästina. Nötig ist ein sofortiger Waffenstillstand in Gaza. Humanitäre Verhandlungen und die Waffenlieferung nach Israel müssen gestoppt werden. Nicht erst seit dem 7. Oktober nimmt antisemitische Gewalt hierzulande zu. Menschen jüdischen Glaubens fühlen sich nicht mehr sicher. Nötig ist ein konsequenter Kampf gegen alle Erscheinungsformen von Antisemitismus. Und das sage ich gerade hier in Halle, wo sich vor 5 Jahren ein antisemitischer Anschlag ereignet hat. Und es ist mir eine Ehre, dass wir heute Ismet Tekin begrüßen dürfen, der zu uns sprechen wird. Seine Familie betrieb den Imbiss, in dem ein rechter Attentäter einen Mensch erschoss. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Wir stellen uns gegen jeden, gegen antimuslimischen Rassismus und dagegen, dass Menschen unter Generalverdacht gestellt werden. Im Land der Shoah gilt, Antisemitismus ist nicht nach Deutschland eingewandert. Antisemitismus und Rassismus müssen gemeinsam bekämpft werden
Und das heißt natürlich auch, wer das Massaker der Hamas feiert, wer zur Vernichtung Israels aufruft, der kann nicht unser Bündnispartner sein. Die Debatte zu Nahost, die polarisiert, auch innerhalb unserer Partei. Unser Herangehen sollte von Empathie und Nachdenklichkeit geleitet sein. Lasst uns zu breit getragenen Beschlüssen kommen und respektvoll diskutieren. In einer solidarischen Kultur, die vor allem einem gerecht wird, dem Leid der Menschen im Nahen Osten. Das Leid der Menschen lässt sich nicht gegeneinander aufrechnen. Liebe Genossinnen und Genossen, in meiner Zeit als Parteivorsitzende habe ich einen Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gelegt. Zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft haben wir den Gewerkschaftsrat ins Leben gerufen. Und ich halte das für zentral, dass die Linke die Klassenfrage ins Zentrum stellt. Denn die großen Menschheitsideale von Freiheit und persönlicher Entfaltung bleiben in einer Klassengesellschaft für die allermeisten Menschen unerfüllt. Wir streben eine Gesellschaft an, in der das gilt, was Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest schrieben. Eine Gesellschaft, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, verteidigen wir auch das Streikrecht. Auch für die Beschäftigten der Berliner Kitas. Gegen jeden Versuch, es einzuschränken. Hände weg vom Streikrecht. Unsere Solidarität gilt den Beschäftigten bei VW, die gerade um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Im Mai hat VW 4,5 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. Jetzt fehlen dem Konzern angeblich 5 Milliarden. Der Vorstand hat Entlassungen angekündigt, den Tarifvertrag gekündigt und die Beschäftigten sollen auf Gehalt verzichten. Wir sagen, nein, nicht die Beschäftigten sollen verzichten, die Aktionäre sollen verzichten. Liebe Genossinnen und Genossen, ja, die Linke befindet sich in der Krise. Das haben die jüngsten Wahlen gezeigt. Wir reiten nicht auf einer Welle, wir schwimmen in vielen Fragen gegen den Strom. Das Gegeneinander-Ausspielen von Menschen, die Abschottungs- und Aufrüstungsrhetorik ist nicht ohne Wirkung geblieben. Wir dürfen vor diesen Stimmungen aber nicht kapitulieren. Wir wollen gesellschaftliche Stimmungen ja verändern und sie nicht nur abbilden. Die Wahlergebnisse zeigen, wie schwer es ist, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, dass wir einen langen Weg vor uns haben. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Linke wieder stark machen können, dass wir erfolgreich sein können bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg mit unseren beiden großartigen Spitzenkandidaten Cansu Özdemir und Heike Sudmann, bei den Kommunalwahlen in NRW und natürlich, dass wir nächstes Jahr wieder als Fraktion in den Bundestag einziehen, liebe Genossinnen und Genossen. Und die über 10.000 neuen Mitglieder, die eingetreten sind, die uns herzlich willkommen sind, die werden uns dabei helfen. Es ist unsere gemeinsame historische Verantwortung, dass es auch in Zukunft eine relevante linke Stimme gibt. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich bin zuversichtlich, weil die Partei so großartige Mitglieder hat, die nach Feierabend ehrenamtlich für die Partei arbeiten. Der Genosse im tiefschwarzen Kloppenburg, der im Kreisvorstand im Stadtrat ist, jeden Infostand selbst aufbaut. Die Genossin in Greifswald, die nach jeder Kreismitgliederversammlung die älteren Mitglieder nach Hause fährt, weil sie sonst nicht auch teilnehmen könnten. Das sind die Genossinnen und Genossen aus Recke, die aus dem Nichts heraus einen Ortsverband aufgebaut und im schwarzen Münsterland der Linken ein Gesicht geben. All diese Mitglieder, die mit Zeit, Geld und Leidenschaft sich engagieren, die angefeindet wurden zu den Anfangszeiten der PDS, und trotzdem weitergemacht haben und die heute weitermachen, trotz rechter Bedrohungen in Wahlkämpfen und im Alltag. Sie sind es, die wirklich unersetzbar sind. Sie geben der Partei ein Gesicht. Ohne sie gäbe es diese Partei nicht. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Ich bin dankbar, dass ich als Parteivorsitzende auch außerhalb der Partei so viele großartige Menschen treffen konnte. Menschen, die trotz der Stigmatisierung, die mit Armut verbunden ist, ihre Stimme erhoben haben. Die Lkw-Fahrer an der Autobahnraststätte Grävenhausen, die sich spontan zum Streik zusammengeschlossen haben und denen es tatsächlich gelang, ihre ausstehenden Löhne zu erkämpfen. Meine erste Reise als Parteivorsitzende führte mich nach Lesbos.
nach Karatepe und nach Moria. Ich traf dort Kinder, die in ihrem Leben noch nie außerhalb eines Flüchtlingslagers gelebt haben, die noch nie einen Spielplatz gesehen haben. Ich war in Kurdistan und habe die mutigen Genossinnen und Genossen der HDP getroffen. Başak Demirtas, die Ehefrau und die Eltern von Selah Hatin Demirtas, der seit so vielen Jahren im Gefängnis sitzt. Ich habe das schwere Erdbeben damals in Diyarbakir erlebt und vor allem die Tage danach, als unsere Genossinnen und Genossen in all dem Leid, in all der Verzweiflung Hilfe organisiert und Suchtrupps zusammengestellt haben. Ich habe Überlebende des Genozids an den Jesiden getroffen und ich durfte inspirierende Personen treffen wie Bernie Sanders und Didier Aribon und dafür bin ich dankbar. Und zum Schluss möchte ich allen danken, die mich unterstützt haben. Ich danke Martin Schirdewan für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für deine Freundschaft. Ich danke Harald Wolf, der eine große Stütze und ein wichtiger Ratgeber war. Ich danke Katina Schubert und Artus Gürpina, die nach dem Rücktritt des Bundesgeschäftsführers eingesprungen sind. Und ich danke den Mitgliedern des Parteivorstands. Ein riesiges Dankeschön an die Beschäftigten des Karl-Liebknecht-Hauses, die so tolle Arbeit leisten. Vielen Dank euch allen. Allen voran meiner persönlichen Mitarbeiterin Kerstin Wolter, da ist sie, die immer an meiner Seite war. Danke für deine großartige Arbeit. Danke für deine Unterstützung als Mitarbeiterin und als Freundin. Und ich möchte mich bei meinem Landesverband bedanken, bei Hessen, für die Unterstützung, für den großen Rückhalt. Wir sehen uns jetzt wieder öfter in Hessen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich gebe das Steuer ab, aber ich bleibe an Bord. Ich werde mich auch weiterhin mit aller Kraft für unsere Partei engagieren, weil ich überzeugt bin, dass eine sozialistische Partei in der Tradition von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht dieses Erbe auch in schweren Zeiten weitertragen muss, aus Verantwortung gegenüber der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft. Weil ich davon überzeugt bin, dass es eine Partei links von SPD und Grünen braucht, die Eigentumsverhältnisse grundlegend in Frage stellt und den Kapitalismus überwinden will. Weil es eine Partei braucht in klarer Haltung in Fragen von Asyl und Menschenrechte, die sich der Rechtsentwicklung entgegenstellt und sich dem Aufrüstungskurs verweigert, die den Kampf um soziale Rechte verbindet mit dem Kampf gegen jede Form von Unterdrückung. Lasst uns dazu beitragen, dass aus passivem Unmut aktive Gegenwehr wird. Lasst uns den Rücken gerade machen, unseren Mut zusammennehmen und gegen alle Widrigkeiten für eine solidarische Gesellschaft kämpfen. In diesem Sinne wünsche ich dem neuen Parteivorstand alles erdenklich Gute. Es war nicht leicht und auch nicht immer nur eine Freude, eure Vorsitzende zu sein, aber es war mir immer eine Ehre, trotz alledem. Macht es gut, machen wir es gemeinsam besser.